Hi Leute, hier ist ModMaker363 und jetzt mache ich die Einsendung mit den Contest von TheLegoDaniel1997. Zweite Runde vom Mock-Contest. Ich habe eine Base gebaut, so wie er es wollte, mit Landeplattform und so einer, ja, etwas kleineren Schlacht davor, weil ich halt noch immer den kleinen Tisch habe. Es hätte dort noch ein paar Tage gedauert, bis der größere Tisch fertig gewesen wäre. Deswegen habe ich jetzt erstmal wieder was auf dem kleinen gebaut. Aber ich denke mal so, dass in den nächsten Tagen der Tisch mal fertig sein wird. Ja. Ja, ich fange jetzt erstmal mit der Base an. Also oben auf der Landeplattform, also außen, sind hier so Lampen. Wie da hinten auch. Da sind auch die Lampen. Dann außen diese Ketten, die die Dinger hier. Ja, mir fällt jetzt gar nicht ein, wie die heißen. Die Lüftungen sind das, genau. Dann habe ich hier so Warnleuchten gemacht, also für die Landeplattform, dass man auf diesem Bereich landen darf. Ja, da steht dann ein Droid Gunship. Das sollte halt diese Kommandodruiden da absetzen, damit die auch von hinten dann so angreifen können. Aber die Plattform wird dann verteidigt von diesen Klonen. Also der ist abgeschossen worden. Der Klon hat den Droiden niedergeschossen und der andere schießt jetzt gerade auf ihn. Ja, diese vier Droiden, die haben alle so ein Energieschild und die wehren sich jetzt gegen die beiden. Also der hat eine MG und der eine, der hat eine hat einen Druidenkracher und den möchte er jetzt werfen. Ja. Und die Druiden versuchen jetzt halt da von hinten dann auch noch anzugreifen. Ja, jetzt muss ich mal eben das Dach abnehmen. Außen sind habe ich noch diese Kantensteine eingebaut. Hier und da, genauso wie auf der anderen Seite und vorne. Ja. So, jetzt zeige ich euch mal eben das Innere. Wartet mal kurz. So, jetzt kommen wir zum Inneren. Also in der Mitte habe ich so einen Balken eingebaut, damit die Plattform nicht einbricht. Der ist auch ziemlich stabil, also da reicht auf jeden Fall aus. Ja, vielleicht habt ihr es schon gesehen. Ich habe so ein Schiebetor eingebaut. So, Schiebetor. Ja. Dann in der, da vorne in der Ecke, da steht dann eine Schüssel. Die ist dann halt wieder verbunden mit den Schläuchen und die geht dann da rein. Und das ist dann genauso abgepasst, dass die so direkt hintereinander stehen. Ja, und damit kann man das halt steuern. Ist ein Computer dafür. Ja, da ist dann diese Schaltpult für die Tür oder für das Tor. Ja, da steht, ich habe diese roten ARF Trooper, die habe ich einfach mal als Security Leute genommen. Also er steht jetzt hier an der Tür. Die anderen beiden, die gehen so Kontrollgang. Ja, dann da hinten, da ist dann so eine Art Arztstation. Also ein Klon, der sitzt da und der entspannt ein bisschen, der wurde getroffen, der wurde aber schon verarztet. Der andere Klon, der wird gerade verarztet, wurde halt ein bisschen heftiger getroffen. Ja, und diese beiden Ärzte, die kümmern sich darum und in der Ecke steht wieder diese Liege oder die Trage. Ja, da stehen noch zwei Klone, die werden halt hinterher erst rausgeschickt, falls sie noch Verstärkung brauchen. Ja, dann hinter diesem Balken, da stehen zwei solche, so Gefäße. Ja, da ist dann wieder so ein Holotisch. Der ist halt, verbunden mit diesem Schaltpult. Und ja, das steuert es halt. Ja, und da ist hier der Admiral, der ist hier an diesem Hologrammtisch mit dem Schlachtplan drauf dran. Ja, da in der Ecke, da stehen dann drei Waffenkisten. Da steht so ein Waffenhalter und dieser Klon hier, der trägt gerade diese
diesen Eimer mit den Waffen drin. Hier in der Ecke, da steht noch Computer, da stehen welche und da. Ja, diese großen Computer wird da, dahinter steht auch noch ein Admiral. Und da ist so eine Kiste. Ja, also das war's jetzt erstmal mit der Basis. Ja, das ist jetzt der erste Teil. Der zweite Teil, der kommt gleich. Bis gleich.